So, hier zum Beispiel die Massageroller. Also schön hier drüber. Schön drüber gehen hier so. Man kann aber auch. So. Und dann sieht man das vielleicht da ganz gut. Genau, da kommt dieser Spalt zustande, wenn man richtig reingeht. Da seht ihr das. Genau. So wie es auch bei den Produktbildern angesehen wird. Und das zwiebelt, sage ich euch. Das zwiebelt. So ein bisschen. Also mindestens, wenn man über Haare hat. Dann zwiebelt das. Natürlich fühlt sich das immer halbwegs gut an. Aber, ja. Oh, das fühlt sich ganz... Also, man muss das ein paar Mal gemacht haben. Dann... Dann fühlt sich das viel besser an. Man kann das kontrollieren, schön umsetzen. Und da kommt immer so ein schöner. Also es fühlt sich auch an sich ganz in Ordnung an. Man kann es im Gesicht machen, man kann es übermachen. Aber auch ein bisschen fettigere Haut, beziehungsweise ein bisschen dickere Haut, ist es halt leichter, das hinzubekommen. Ansonsten fettet halt das Gerät sehr schnell ein. Also man muss immer abwischen danach, weil das fühlt sich einfach fettig an, wenn man das im Gesicht hat, wenn man das am Bein hat und sonst was. Sollte man das nach der Anwendung immer schön abputzen, weil vor allem, wenn es dann noch der Partner benutzen will, dann sollte man da auf jeden Fall drauf achten. Ansonsten finde ich es nicht schlecht, ist auch nicht zu schwer in der Hand, passt perfekt und ja, die Rollen sind zuverlässig und man kann damit so ein bisschen, ich meine, es wird auch ein bisschen rot nach einer Weile, ja, also man muss aufpassen, also man soll das nicht zu kräftig drücken, nicht zu kräftig verwenden, immer Step by Step, dann geht das. Ansonsten kann ich davon nichts bemängeln. Qualität ist in Ordnung, preislich, ja, kann man, muss man nicht, aber fühlt sich auf jeden Fall wertig an und man kann dadurch ein bisschen selber entspannen. Am besten ist natürlich noch, wenn es doch jemand anderes macht an jemanden, dann ist es natürlich immer schöner, aber so kann man sich auch selber ein bisschen was Gutes tun.